Jazz, Funk und Soul, das hat unser heutiger Gast Eva Moreno im Blut und in der Stimme. Bekannt ist sie vor allem als Frontfrau ihrer Band, der Eva Moreno Group. Hallo Eva, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Du bist in Kapfenberg aufgewachsen und stammst aus einer super musikalischen Familie. Dein Vater ist Musiker, deine Mutter und deine drei Schwestern. Hast du quasi so einen Druck gehabt, auch in Richtung Musik zu geben? Oder in Richtung Musik zu gehen, oder kam das aus dir? Nein, einen Druck gab es nie. Ich sage immer gerne, ich hätte alles werden können, was ich gerne hätte werden wollen. Es ist natürlich schon eine gewisse Disposition, die man hat. Also wenn alle in der Familie in eine musikalische Richtung gehen, dann ist es natürlich schon irgendwie ein bisschen vorgegeben und so weiter. Und man kriegt einfach sehr viel mit. Man bekommt das Umfeld mit, man bekommt das Konzertieren mit. Wie ist es, wenn man sich auf ein Konzert vorbereitet, wenn man auf der Bühne steht? Was gehört da alles dazu? Aber an Druck gab es nie. Also ich hätte alles machen können, was ich wollte. Ich glaube, meinen Eltern war es immer nur wichtig, dass wenn ich was mache, dass ich es gescheit mache. Aber an Druck hat es nie gegeben. Dein Vater ist ja Gitarrist und stammt aus Venezuela. Haben dich diese Wurzeln wirklich am anderen Ende der Welt quasi musikalisch irgendwie beeinflusst? Ja, das schon. Also es hat schon ein bisschen gedauert, auch, um sich dessen wirklich bewusst zu werden. Was heißt das? Wie ist die Musik dort? Wie sind die Leute dort? Wie ist die Kultur dort? Es ist ganz anders als bei uns. Du warst schon einmal in Venezuela oder schon öfter? Nein, ich war leider noch nie dort, aber ich habe Kontakt mit der Familie dort. Natürlich über den Papa, der immer wieder dort war. Und es war auch immer ein bisschen schwierig, auch politisch gesehen, dorthin wirklich zu reisen. Aber es wird auf jeden Fall noch passieren. Ja. Besser früher als später. Schauen wir. Und du hast ja schon mit 4 Jahren Klavierspielen gelernt, und zwar beim Werner Ratzig in der Musikschule Kapfenberg. Warum hast du eigentlich den klassischen Start mit musikalischer Früherziehung und Blockflöte übersprungen und bist gleich zum Klavier gekommen? Ich habe mich, glaube ich, ganz schlicht und einfach geweigert, das zu machen. Also es hat mich einfach damals als Kind nicht interessiert. Glaube ich. Und ich habe einfach gesagt, nein, ich würde gerne direkt Klavier lernen und ich würde gerne direkt quasi sozusagen richtig was Gescheites unter Anführungszeichen lernen. Das ist ja auch ganz furchtbar gemeint, das jetzt sozusagen, weil es ist elementare Musikpädagogik und auch Blockflöte. Es ist eigentlich eine wirklich wichtige Formation, auch, das zu machen als Kind. Es kann sehr, sehr viele Vorteile bringen. Aber ich wollte schlicht und einfach nicht. Und meine Mama hat das dann so akzeptiert und hat mir dann direkt in die Klavierklasse geschickt von Werner, der mir dann dort mit offenen Armen empfangen hat und ganz, ganz wichtig war für meine weitere Ausbildung. Also der Werner hat mich ernst genommen vor allem, als Kind auch schon, und hat nicht nur also meine Persönlichkeit ernst genommen, sondern auch meine musikalischen Ideen und meine Vorstellungen. Und er hat dir nicht nur das Klavierspielen beigebracht, er hat dich ja quasi auch vors Mikro gestellt. Ja, genau. Weil er erkannt hat, dass du gut singen kannst. Wie ist dann die Entscheidung gekommen, dass du schließlich nach Wien aufs Musikkonservatorium gegangen bist und Jazzgesang studiert hast? Da war meine Schwester ein sehr großes Vorbild für mich immer schon. Meine Schwester hat quasi genau die gleiche Ausbildung gemacht bis zu einem gewissen Punkt wie ich. Und wir sind 8,5 Jahre auseinander. Das heißt, es war schon eigentlich eine große Distanz, wo ich dann immer als kleines Kind auch hingeschaut habe und mir gedacht habe, aha, cool, das taugt mir eigentlich, was sie macht. Und ich habe das immer imitiert und immer gleich mitgelernt und mitgesungen und so. Und der Werner hat das dann auch erkannt und hat dann einfach dafür gesorgt, dass ich wirklich so die ersten Male auf der Bühne stehen kann, mit einer Band, mit so Junior Jazz Combo, haben wir damals noch geheißen. Das war quasi die junge Jazzband der Musikschule Kapfenberg. Und es musste einfach sein. Also es klingt jetzt völlig natürlich. Genau, es klingt jetzt ganz kitschig, aber es gab keine wirkliche ernstzunehmende Alternative für mich. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich todunglücklich geworden irgendwann. Aber genau. Und dann
Natürlich, wenn man Richtung Matura geht und so, denkt man sich, okay, was kann man machen? Und ich habe eben durch meine Schwester erfahren, dass es möglich ist, Gesang zu studieren und dass man das professionell machen kann und dass man da sich eine Karriere aufbauen kann und dass es nicht nur, man singt halt zum Spaß unter der Dusche und singt ein paar Konzerte irgendwie in der Freizeit, sondern es ist wirklich möglich, das auf einem sehr hohen professionellen Niveau zu machen. Was lernt man eigentlich in einem Jazzgesangsstudium? Also wie schaut da ein typischer Tag aus? Wow, das kann auch sehr variieren, aber prinzipiell besteht aus sehr viel. Natürlich, man hat das Hauptfach, also ja. Gesangsunterricht. In dem Fall war es eben Jazzgesangsunterricht. Das ist ja auch nur eine Sparte von vielen, den man im Gesang studieren kann. Dann hat man sehr viel Gehörtraining, man hat Theorie. Das ist zum Beispiel Jazz-Theorielehre, Jazz-Harmonielehre, Arrangement, Jazz-Arrangement. Man hat sehr viel Gehörbildung eben, das heißt, man geht wirklich gemeinsam in Gruppen zum Beispiel in den Unterricht und kriegt dann Sachen vorgespielt und man muss das dann aufschreiben, man muss das dann hören, man muss das zuordnen können. Und du hast ja nicht nur Jazzgesang studiert, du hast noch andere Studien belegt. Was war denn da alles wichtig für dich? Ja, ich habe IGP dann studiert, Gesang, und das steht für Instrumental- und Gesangspädagogik. Und das ist sozusagen die Ausbildung, die man braucht, die pädagogische Lehrbefähigung, um Gesang zu unterrichten an einer Musikschule oder an einer Universität. Und das IGP-Studium war dann wirklich der Fokus auf die Lehre, also auf diese pädagogischen Fähigkeiten. Wie gebe ich das Wissen, das ich mir selbst schon ein bisschen zugelegt habe, auch weiter? Wenn man Gesang unterrichtet, ist es eine sehr, sehr große Verantwortung. Man ist sehr betraut mit auch teilweise den früheren Erlebnissen oder auch teilweise gewissen psychischen Komponenten, die die Schülerinnen mitbringen in den Unterricht. Man muss sehr behutsam vorgehen, aber man muss auch schon wissen, wie funktioniert die Stimme, wie funktioniert die Anatomie der Stimme, was sind unterschiedliche pädagogische Prinzipien, nach denen ich vorgehen kann, was sind gewisse körperliche Dinge, wie funktioniert sozusagen die Stimme im Raum, wie funktioniert der Körper im Raum, wie kann ich gewisse Dinge beim Schüler oder bei der Schülerin beobachten, Körperspannung und so weiter. Also das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich begonnen, einen Master zu machen, bei dem ich jetzt gerade auch noch beschäftigt bin. Und zwar ist das wieder ganz was anderes, nämlich ist es ein Master in Ethnomusikologie. Und da gehe ich so ein bisschen meinen südamerikanischen musikalischen Wurzeln nach. Und mein Forschungsschwerpunkt in diesem Bereich liegt eben so auf der afrokaribischen Musik, speziell so Richtung Salsa. Salsa-Communities in Österreich, afrokaribische Rhythmen, natürlich immer mit diesem Fokus Venezuela, aber prinzipiell ist es auch eher länderübergreifend im lateinamerikanischen Bereich. Also das heißt, du machst ja unglaublich viel. Wir sind ja jetzt noch nicht mal zu deinem Hauptprojekt gekommen, nämlich der Eva Moreno Group, aber es klingt jetzt schon nach einem super vollen Tag, den du hast. Aber natürlich ist dein Herzensprojekt wahrscheinlich die Eva Moreno Group. Ja. Und ihr seid da zu viert. Wie habt ihr vier euch gefunden? Wir haben uns gefunden über ganz ursprünglich eigentlich die Musikschule in Bruck. Okay. weil ich war in der Musikschule in Bruck kurz einmal 2 Jahre lang beim Gregor Bischofs, als er noch dort unterrichtet hat. Und habe bei ihm Gesang gelernt. Ich war in seiner Klasse und es gab einen Klassenabend und bei diesem Klassenabend habe ich den Gunter Schuller kennengelernt. Und wir haben dann beschlossen, wir beginnen irgendwie Musik zu machen, wie auch immer. Haben wir ein Projekt zusammengestellt mit dem Bassisten, damals noch mit dem Martin Reitmann. Und es hieß Confusion. Das war so eine Reihe und da waren immer wieder unterschiedliche MusikerInnen. Und wir sind damals aufgetreten unter Confusion. Und der Gunter hat damals seinen Bruder, den Gary Schuller, noch dazu geholt. Und wir haben dann dort einfach mal Covers gespielt von Michael Jackson und von Stevie Wonder und von allen Soul- und Pop-Ikonen, die uns irgendwie allen getaugt haben. Und das ist dann ein paar Mal passiert.
Und irgendwie haben wir dann gesagt, ja, lass uns doch so bleiben, mhm. aber wir können uns nicht Confusion weiter nennen. Weil? Weil diese Reihe schon existiert hat. Wir sind okay. da quasi reingerutscht mhm. und sind irgendwie dann unter diesem Namen sozusagen ein paar Mal aufgetreten, aber das waren eigentlich nicht wir, sondern das war so der Schirmname von so einem, von dieser Reihe eben. Mhm. Und wir haben damals beschlossen, na, wir nennen uns Eva Moreno Group, weil die Musik, die wir machen wollen, auch unter anderem von mir stammt. Mhm. Und weil es natürlich als Frontfrau und man steht dann vorne und man führt sozusagen irgendwie das Projekt an und man moderiert ja. dann. Und so ist die Eva Moreno Group entstanden. Und mittlerweile haben wir einen neuen Bassisten, eh schon jetzt mittlerweile seit 5, 6 Jahren, den Moritz Holy. Mhm. Aber ansonsten sind wir gleich geblieben. Und euch gibt es seit 2013, mhm. also wahnsinnig lange schon. Ihr habt mhm. auch 2 Alben veröffentlicht. Ja, genau. Und ihr schreibt alle eure Lieder selber. Genau. Und wahrscheinlich hauptsächlich du, aber machst du es alleine oder? Ich mache das mit dem Gunther gemeinsam. Mhm. Also wir machen das eigentlich hauptsächlich gemeinsam. Oft ist es so, dass er mit einer bereits existierenden Groove-Idee kommt, mhm. Mit Harmonien. Es muss noch nicht unbedingt eine volle Form oder volles Musikstück sein, sondern meistens sind es nur so kleine Teile, mhm. wo man sagt dann, ah, okay, cool, das könnte irgendwie ein Refrain sein oder das könnte irgendwie, klingt jetzt nach so einer Hookline, die könnte man da einbauen. Und die Texte und die Melodien kommen aber alle immer von mir. Mhm. Manchmal ist es ja umgekehrt, manchmal schreibe ich irgendwie Texte, nur so, ja. ohne irgendeine Idee dabei zu haben, was es werden könnte. Und es passt dann irgendwie vom Gefühl oder vom Vibe her auf etwas, was er schon geschrieben hat. Manchmal schreibe ich auch alles. Mhm. Also manchmal ist es wirklich so, dass ich schon fixe Harmonieideen auch habe. Und produzieren tun wir das Ganze aber auch selber. Am liebsten macht sie ja, also auf eurer Homepage steht Too Funky to Ignore. Mhm. Laut, funky und absolut tanzbar, also so beschreibt sie euch selbst. Ja. Das heißt, ihr habt Jazz, Funk, Soul. Wie würdest du denn diese 3 Stilrichtungen beschreiben? Also was fasziniert dich da so sehr? Es ist, diese Musik ist nicht gemacht jetzt primär für ein konzertantes, sitzendes ja. Publikum, weil einfach diese Musik eigentlich dazu gemacht worden ist, Emotionen zu verarbeiten, ursprünglich einmal, und Emotionen weiterzugeben. Mhm. Und gewisse Lebensumstände auch zu thematisieren oder zu verarbeiten. Und das ist ursprünglich das, was mich eigentlich daran fasziniert hat. Ich glaube, auch schon als Kind, auch wenn ich erst jetzt ein bisschen später drauf gekommen ist, was da eben für soziopolitische Dinge dahinter stecken, die vielleicht immer mitschwingen. Aber das ist das, was man in der Stimme auch immer hört mhm. und was man in der Musik auch immer hört. Und das ist das, was mich immer schon fasziniert hat. Es klingt anders als nur elektronische Musik, auch wenn das auch ihren Reiz hat. Aber allein eine soulige Stimme zu hören und einen Groove zu spüren, zu dem man sich bewegen muss, ja. es ist einfach super emotional. Wo seid ihr denn überall zu erleben und hast du einen Haupterinnerungsmoment an ein Konzert, also einen Live-Moment, der für dich ganz, ganz wichtig ist? Also wir sind zu erleben in ganz vielen unterschiedlichen Regionen in Österreich. Also wir spielen relativ viel in der Steiermark, wir spielen viel in Graz. Wir spielen aber auch zum Beispiel in der Nähe von Öblan, im Kulturzentrum Wolkenstein demnächst. Mhm. Wir spielen auch in Wien relativ viel. Mhm. Wir haben auch schon einige Konzerte in Deutschland gespielt. Also es ist relativ breit gefächert. Mhm. Und einen Haupterinnerungsmoment, der wichtig war. Ja, also etwas, was schon sehr eindrucksvoll war, war, als wir als Support Act für die Candy Dalfa spielen mhm. durften. Das war in Deutschlandsberg bei der Reihe Live vom Rathaus. Und wir haben ein volles Set gespielt, ein bisschen über eine Stunde. Und ich glaube, ich war noch nie so nervös vor einem Konzert ja. mit der Eva Moreno Group vor allem. Also es war ganz arg. Und es waren, glaube ich, 7.000 Leute schon da. Schön. Oder 8.000 Leute. Schön. Eva, dann möchte ich mit dir zu unserem Abschlussspiel kommen. Mhm. Und zwar, ich möchte immer 2 Begriffe nennen.
und dich eben bitten, dass du dich für den entscheidest, der dir gerade momentan lieber ist. Ja. Und habe noch ein paar Mini-Fragen für dich. Ja, cool. Okay. Bist du bereit? Bin bereit. Bühne oder Studio? Bühne. Sängerin oder Lehrerin? Sängerin. Was gehört dazu, wenn man Jazz singen möchte? Liebe zur Musik und Vertrauen ins eigene Können. Ein Tipp an alle, die in Richtung Jazzmusik gehen wollen. Macht es auf jeden Fall. Probiert es, egal, ob ihr das studieren wollt oder nicht. Geht einfach auf die Bühne, sucht euch gute MusikerInnen, die euch unterstützen. Und hört ganz, ganz viel Ella Fitzgerald. Sommer oder Winter? Sommer. Wien oder Kapfenberg? Ich glaube mittlerweile Kapfenberg. Okay. Party oder Couch? Ui. Party, aber wenn es eine Couch dort gibt, ist optimal. Sehr gut. Welchen Traum möchtest du dir unbedingt erfüllen? Ich will auf jeden Fall so bald wie möglich nach Venezuela reisen. Mhm. Und ich würde gerne im Kulturmanagement Fuß fassen. Ja. Ich mache auch gerade eine Ausbildung in diese Richtung und würde auch gerne in diese Richtung mich weiterentwickeln, auf jeden Fall. Schön. Und das Beste an Musik ist? Die Emotion. Super. Danke, Eva. Schön, dass du da warst. Danke fürs Gespräch. Und wir hoffen, Sie sind das nächste Mal wieder mit dabei bei Cult Out.